Ja, mittlerweile sind wir auch mal beim Umut angekommen. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir endlich in den Flieger steigen können. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Stunden pennen. Ich glaube so um die... Wie viel haben wir? 0 Uhr gleich, ne? Bleib schon wieder durch. Wir haben 4 Minuten. 5 Minuten. Mach mit einmal. Das heißt, wir fliegen heute. Ja, um 9 Uhr fahren wir hier los. Dann geht erstmal zum Bahnhof. Und danach geht's Richtung Frankfurt. Und um 13 Uhr geht dann der Flieger. Und bis dahin erstmal jetzt ein bisschen pennen. Ein bisschen. Sieht das gut aus? Und die anderen beiden haben, glaube ich, auch das. Vor allem essen wir mit Schnitzel. Ja, ist das heiß. Ja, das Zeug ist glühend heiß. Das ist das Zeug. Du schaffst das, Chris. Und ich habe das Problem, ne? Bei mir kippt das ganze Tablett die ganze Zeit in meine Richtung. Das ist richtig kacke. Ich versuche das besser mit rauszumachen. Ich lasse es hier auch von draußen zur Zeit.
Mittlerweile sind wir schon in Japan gelandet, in Osaka, ne? Ja. Wir sind in Osaka. Da haben wir uns noch gerade SIM-Karten gekauft. Und da gibt es auch Probleme. Ja? Da gibt es auch Probleme. Stimmt, wir sind jetzt, keine Ahnung, 12 Stunden bis jetzt. Mindestens 12 Stunden nonstop wach. Ja. Ne, der Flug war 11, wir sind vorher schon früh aufgestanden. Zum 13. Ja, 14 bis 15 Stunden sind wir schon wach. Mindestens. Und der Tag hat hier gerade mal angefangen, wir haben 9.30 Uhr. Scheiße. Hier das alltägliche Problem mit den Tickets. Also im Grunde ist es eigentlich relativ einfach. Ja, zum Beispiel, wir wollen jetzt nach Nippon-Bashi fahren. Welcher Buchstabe ist das da? Ne, das ist bestimmt Sub-Express Richtung Yudoyabashi. Yudoyabashi. Und das ist dann KH? Yudoyabashi. Ne, das ist KH, aber Ding ist nicht KH. Yudoyabashi. Ja, genau, doch, dann ist das Und dann kann man jetzt hier oben sehen, Yudoyabashi, KH01. 270 ist der Preis pro Person. Den zahlen. Dann kriegen wir da so ein paar Tickets gleich raus. Kann man auswählen, was man haben will. Das Geld und Tickets. Tickets. Mit diesen Tickets? Einfach jetzt hier in die Automaten gehen, aber erstmal hier an die Freunde verteilen, ne? Nein, ich will auch fahren! Einfach nur hier an die Automaten gehen. Einschmeißen, entwerten lassen, mitnehmen und weiter geht's mit der Bahnfahrt. Bis 23.30 Grad, genau. Alter! Mal vielleicht mal kurz erklären, wie wir das gekommen sind, nach Osaka zu fliegen. Stehen auf, schauen wir mal ab, okay. Stehen auf 30 Grad. Nee, ja, wie sind wir darauf gekommen? Zu verdanken haben wir es. Stehen auf Hitze und Luftfeuchtigkeit. Wer ist so schuld? Edda. Umut. Du bist so schuld. Nein. Und zwar auf der. Wir waren zu Silvester eingeladen bei dem guten Atom mit ein paar Freunden. Und zum Neujahr sind wir dann nach Hause gefahren. Und da kam einfach vom Umut ganz spontan die Frage, Jungs, hättet ihr Bock auf Japan? Wir haben einfach spontan ja gesagt. Und ja, das hat sich dann irgendwie wirklich dazu entwickelt. Was? Okay. Ich dachte eigentlich erstmal, es wäre nur ein Spaß gewesen mit Japan, aber ja, jetzt stehen wir hier. Nicht, was der gehypt und konnte es nicht mehr stehen. Stimmt nicht, nein. Und wir müssen warten auf den Zug. 8 Minuten in Japan. Schon. Da hinten hat sie angefangen, die erste japanische Marktstraße, die wir durchgehen. Und ich sehe kein Ende. Aber es kreuzt mir überall. Oh, okay, da hinten ist ein Ende. Also wir sind von da hinten sind wir gekommen. Okay, Ende. Und da hinten geht es noch ganz weit nach hinten. Und Werbung überall. Das sind Lollis. Das sind kleine Oktopusse. BTF. Leben die noch? So, und nun eine kleine Roomtour bei uns. Hallo Christian! So, das hier ist unser kleiner Eingangsbereich, den wir hier haben. Wir kommen hier durch die Tür. Wir haben hier so eine kleine Kaffee-Ecke. Hier das Wichtigste, unsere Sicherheitsvorrichtungen. Sicherheitsvorrichtung, ja, genau. Und noch Türspiel. Spionageloch. Ja, klein, also halt wie gesagt, eine kleine Kaffee-Ecke, ein Mini-Kleiderschrank. Und jetzt. Ne, warte, das zeigen wir gleich. Erstmal hier unser Hauptzimmer. Natürlich hier Betten. Richtig professionell aufgeräumt hier alles. Das ist, man bedenke, wie hier ist schön alles an der Seite, alles ist perfekt. Dann haben wir da hinten noch so einen Umut- und Massagesessel. Willst du irgendwas sagen, oder? Nee. Okay. Nee, so ein Flachbildfernseher noch. Ja, noch ein Zustellbett, weil wir zu dritt hier unterwegs sind. Ein kleiner Arbeitsplatz. Und ja, das war es eigentlich schon zu dem Raum, ne? Minibar. Ein bisschen selber aufgefüllt. Und ja, dann das Badezimmer.
So, das werde Licht. Ganz normal, also halt ganz normale Badewanne, Waschbecken, ja. Yeah. Und dann dieses gute Stück. Jungs, beziehungsweise Omo, du hast das Ding auch schon mal ausprobiert, ne? Wie funktioniert das jetzt? So eine japanische Toilette, ne? Warte, ich geh mal ganz kurz raus. Drück du mal einen Knopf. Wir simulieren das Ding mal. Drück doch mal einen Knopf. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Warte. Der muss nach hinten fliegen, Richtung Dusche, wenn da irgendwas passieren sollte. Ich erkenne, dass da jemand drauf sitzt. Und jetzt drück Knopf drücken. Jetzt soll er jetzt auf den Knopf drücken? Nein, scheiße, da muss. Muss da Druck drauf sein? Sonst geht das nicht? Ja. Was sieht denn das? Schön in den Arsch. Stopp. Genau. So funktioniert das. Das kann nicht in den Arsch rein. Okay. Scheiße. Okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt, um ehrlich. So, ich habe ehrlich gesagt nicht so vorgestellt. Ne? Na gut, ja. Das war die kleine Mini-Runde.